Meine lieben Urlaubschecker ferngesteuert aus Gran Canaria, ich freue mich riesig. Wir schauen uns heute nämlich wirklich eine tolle Anlage an. Aus dem Süden von Gran Canaria, das Arbora, Interclub Atlantic bei Lopezan. Und man muss schon mal dazu sagen, dieses Hotel verspricht uns richtig, richtig viel. Ich habe mich schon passend gekleidet heute im Gelb von Arbora. Arbora bedeutet übrigens so viel wie Sonnengott. Also man hat früher tatsächlich hier den Gott Arbora angebetet, damit man wirklich tolles Wetter hat. Und das haben wir hier. Ich freue mich gleich riesig auf diesen Rundgang, wenn wir uns ganz ausführlich dieses wunderschöne Hotel im Süden von Gran Canaria anschauen. Ihr wisst ja wieder, ihr dürft gerne hier unten im Kommentarfeld kommentieren, wenn ihr irgendwas Spezielles von diesem tollen Hotel sehen wollt. 2019 wurde es komplett renoviert. Ich empfehle euch, rechtzeitig zu buchen. Zum einen reden wir hier von einem richtig günstigen Preis und zum anderen von einem extrem hochwertigen 4-Sterne-Hotel im Süden von Gran Canaria mit absoluter Sonnengarantie. Ich zeige euch gleich, wie hier der Himmel aussieht. Wir haben jetzt schon weit über 30 Grad. Wir warten immer noch einen kleinen Moment, bis unsere Fernsehzuschauer zuschalten und dann geht der komplette Hotelrundgang los. Ich empfehle euch auf jeden Fall, dran zu bleiben. Im Anschluss schauen wir uns heute das Zimmer-Update an. Über 40 Quadratmeter erwartet euch hier in diesem Hotel mit zwei Zimmern, einer großen Terrasse, die zum einen vom Schlafzimmer, aber auch vom Wohnzimmer aus begehbar ist. Und dann haben wir hier eine richtig große Poollandschaft, eine riesige Gartenlandschaft mit über 40.000 Quadratmeter tropischem Garten. Es geht gleich los. Ihr dürft natürlich gerne den Beitrag teilen, mit euren Freunden kommentiert, markiert auch eure Liebsten, die unbedingt dieses Angebot sich anschauen müssen. Falls Gran Canaria aus irgendeinem mir nicht bekannten Grund nicht euer Traumziel ist, schaut einfach mal auf YouTube vorbei, Sonnenklar TV. Dort findet ihr die größte Reisedatenbank der Welt. Wenn ihr aber richtig tollen, erstklassigen Urlaub sucht, dann achtet auf jeden Fall drauf, dass das Hotel bei Lopezan ist, so wie hier das Arbora Interclub Atlantic bei Lopezan Hotels in San Agustin auf der wunderschönsten Insel überhaupt auf Gran Canaria. Wir starten gleich mit dem Hotelrundgang. Ich habe euch richtig viel vorbereitet, richtig viel zu zeigen in diesem riesigen Hotel mit richtig tollen, kuscheligen Ecken für zweisame Stunden, mit ganz toller Verpflegung, mit richtig tollen Zimmern, erstklassiger Animation, richtig professionelles Abendprogramm für die Kleinsten mit Minidisco, aber auch für die Großen mit Live-Shows, mit Folklore, mit Flamenco-Shows, mit Disco-Abenden. Es macht richtig viel Spaß. Ich freue mich gleich, wenn es wieder heißt, Urlaubschecker ferngesteuert aus Gran Canaria, der allerschönsten Insel überhaupt. Man fliegt übrigens von Deutschland nur circa 4-4,5 Stunden, je nach Wind, von Deutschland auf die Kanaren und hat das ganze Jahr wirklich eine Sonnengarantie. Wir haben das ganze Jahr traumhafte Temperaturen. Aktuell sind wir schon leicht über 30 Grad. Ich zeige euch hier schon mal das Hotel. Wir sind hier von außen, gehen wir jetzt gleich rein. Wir haben hier einen großzügigen Parkplatz. Und dann sehen wir hier vorne schon die Hotelanlage. Arbora Interclub Atlantic bei Lopezan Hotels. Lopezan spricht natürlich schon eine eigene Sprache. Hier hat man ganz, ganz großen Urlaub, ganz große Urlaubsqualität. Man hat hier einen ganz großen Standard. Dieses Hotel wurde sogar ausgezeichnet für seine Nachhaltigkeit im Bau. Also hier mit muy bueno, was bedeutet sehr gut. Wir haben übrigens, wenn wir uns hier mal von der Rezeption, bevor wir reingehen, nochmal den Ausblick anschauen, überall das Meer um uns rum. Wir sehen uns hier zum einen schon, wir sehen hier Anden, auf der anderen Seite schon das Meer und wir haben direkt vor dem Hotel sogar hier Taxiparkplätze. Also unsere Gäste haben hier die Möglichkeit, sich auch ein Taxi zu rufen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir starten gleich mit dem kompletten Rundgang und zeigen euch dann auch das komplette Hotel. Ich freue mich auf jeden Fall riesig. Aus Gran Canaria, endlich wieder. Jetzt schalten sich unsere Fernsehzuschauer zu und dann starten wir hier im Arbora Interclub bei Lopezan Hotels, einem 4-Sterne-Haus aus Gran Canaria. Und ich zeige euch jetzt schon mal hier den Himmel. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an. Über 30 Grad.
Ich freue mich riesig, wenn es jetzt losgeht. Unsere Fernsehzuschauer schalten sich soeben zu und jetzt geht's los. Urlaubschecker ferngesteuert aus Gran Canaria, kommt auf jeden Fall mit. Wir gehen hier gleich durch die Rezeption und schauen uns ausführlich das komplette Hotel an. Liebe Fernsehzuschauer, falls Sie es nicht schaffen, den kompletten Rundgang hier auf dem Fernsehsender anzuschauen, habt ihr die Möglichkeit, auf Facebook natürlich im Nachhinein alles anzuschauen. Auf YouTube gibt es nochmal den kompletten Rundgang. Ich wünsche allen Fernsehzuschauern ganz viel Spaß hier aus Gran Canaria, aus dem Arbora Interclub Atlantik bei Lopezan Hotels. Ich drehe die Kamera rum, wir starten direkt hier vor dem Hotel. Wir sehen hier schon, wo das Auge eigentlich hinreicht. Hier vorne, hier rechts, Meer. Wir haben direkt vor dem Hotel Taxiparkplätze. Wir haben natürlich auch für Mietwagen Parkplätze. Und jetzt machen wir es wie unsere Gäste. Wir laufen einfach mal ins Hotel rein. Hier sehen wir schon, es ist natürlich alles sehr behindertenfreundlich. Man kann sich hier vor Ort auch gerne Rollstuhl ausleihen, beziehungsweise wenn man nicht so viel laufen möchte. Wir haben hier in der Rezeption übrigens ein 24-Stunden All-Inclusive-Angebot, was es ganz selten auf Gran Canaria gibt. Unsere Gäste haben hier tatsächlich die Möglichkeit, 24 Stunden sich frische Getränke rauszulassen, Wein, frisches, kühles Bier, natürlich auch Kaffee. Wir haben hier vorne eine kleine Snack-Ecke, das sehen wir jetzt gleich. Hier steht auch das Schild oben drüber, 24 Stunden bereit. Also hier kann man sich 24 Stunden wirklich verwöhnen, wenn die Bars geschlossen sind. Auch nachts um 3 gibt es hier noch kühle Getränke, frische Sandwiches, ein paar Hotdogs und im Allgemeinen macht das Ganze hier schon richtig viel her. Wir haben direkt an der Rezeption hier vorne auch ein Geldautomat. Man kann hier ganz problemlos, gefahrlos Geld abheben. Man kann natürlich auch ein paar Souvenirs direkt in der Anlage einkaufen. Wir haben hier Swarovski-Schmuck direkt an der Rezeption. Allgemein bietet dieses Hotel richtig, richtig viel. Nicht nur, dass die Hotelreiseleitung hier ins Hotel kommt. Ganz wichtig, liebe Urlauber, bucht nicht irgendwas auf der Straße. Zum einen habt ihr meist keine Durchführungsgarantie. Meistens ist das Geld verloren, wenn der Ausflug nicht stattfindet. Deshalb ist man da bei der Reiseleitung auf jeden Fall besser aufgehoben. Wir haben hier dann nochmal unsere Rezeption. 24 Stunden besetzt, deutsch sprechend. Natürlich auch Englisch, Spanisch, Französisch. Und ich nehme euch jetzt mal durch die Hotelanlage mit. Die ganze Hotelanlage erinnert eher an ein Resort, wie man es vielleicht Fernost kennt. Man hat hier wirklich alles in der Anlage drin. Zum einen hier auf der linken Seite haben wir direkt ein Tattoo-Studio. Wir haben hier Tattoo- und Piercing-Möglichkeiten. Wir haben eine Tauchschule. Wenn man mal tauchen gehen möchte, macht richtig viel Spaß auf den Kanarischen Inseln. Kann man hier Schnuppertauchen machen. Man kann sich natürlich auch richtig zum Taucher ausbilden lassen mit offiziellem Tauchschein. Es gibt verschiedene Shops, wo man Kleider kaufen kann. Man kann übrigens auch im Hotel selber direkt sich Fahrräder ausleihen. Tretroller, elektrische Roller, Surfboard, also was das Herz begehrt. Wir haben weitere Shoppingmöglichkeiten. Es gibt einen Friseur, es gibt ein Massagestudio. Ich laufe da einmal mit euch hin. Wir gehen doch aber direkt mal ein bisschen auf dem Weg dahin zur Gartenanlage. Die Gartenanlage umfasst über 40.000 Quadratmeter tropische Pflanzen. Wir sehen verschiedene Palmenarten. Ganz bekannt natürlich die kanarische Palme, kalifornische Palme. Es gibt viele Gärtner, die hier arbeiten, tagtäglich, um alles so gepflegt auch zu präsentieren, wie man es von Lopezan gewohnt ist. Allgemein hat sich Lopezan ja wirklich sehr anspruchsvollen Urlaubern versprochen und man versucht diesen Standard hier natürlich auch zu erhalten. Wir haben hier ein schönes gemischtes Hotel für Erwachsene mit speziellen Erwachsenenbereichen, aber auch für Familien. So, zeige ich euch hier schon mal die weiteren Shopmöglichkeiten. Wir haben hier Souvenirgeschäfte, wir haben Kleidergeschäfte, eine deutsche Friseurmeisterin, die Angelika, wir haben Massagestudio. Also man bräuchte theoretisch diese traumhafte Hotelanlage gar nicht zu verlassen, wenn man das nicht möchte. Überall sehen wir hier diese schattenspendenden Palmen. Das macht schon richtig viel Spaß. Das Hotel selber liegt in San Agustin, nicht komplett in Playa del Inglés, sondern eine Ortschaft weiter davor. Und so, jetzt haben wir hier einmal die idyllische Zweisamkeit gestört, ist aber gar nicht schlimm. Wir möchten ja auch einmal hier durch diese riesige Gartenanlage durchlaufen. Man könnte fast meinen, man ist in so einem eigenen Feriendorf angekommen. Man kann wirklich seine Liege schnappen.
und sich das Plätzchen raussuchen, wo man auch hinlegen möchte. Ich zeige euch gleich ein paar Highlights, wo man auf jeden Fall sich hinlegen sollte, weil von dort aus hat man einen wunderschönen, traumhaften Blick auf die Wanderdünen von Maspalomas. So, wir laufen hier noch ein bisschen durch. Wir kommen dann auch gleich zur Poollandschaft. Die Poollandschaft ist auch sehr, sehr groß. Verschiedene Pools, Rutschenpark dabei, Wasserpark dabei, Erwachsenenpool dabei, tolle Animation. Und das zeige ich euch jetzt alles. Wie gesagt, wenn ihr Fragen, wenn ihr Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir versuchen alles live zu beantworten. Und ansonsten im Anschluss an den Urlaubschecker ferngesteuert. Wenn wir hier durch den paradiesischen Park durchlaufen, sehen wir hier schon die verschiedenen Blautöne vom Meer, vom Pool und natürlich vom wolkenlosen Himmel. Eine richtig geile Aussicht. Schaut euch das mal an. Hier oben mit der Liege zu liegen, einfach auf den Rutschenpark zu schauen, auf die Animationsbühne. Hat man hier die Möglichkeit. Wir sehen hier übrigens auch, die Hotelanlage als solches ist nicht hoch gebaut. Es sind maximal 2 Etagen, damit wir hier natürlich auch nicht die unglaublich schöne Sicht verlieren auf Gran Canaria. Und ich ziehe jetzt mal die Kamera hoch, dass ihr seht, wir haben nicht mehr eine Dekowolke heute am Himmel. Also wir haben hier wirklich weit über 30 Grad. Das Ende September ist schon eine krasse Sache. Das ganze Jahr übrigens warme Temperaturen. Wir haben hier kaum Regen, um nicht zu sagen, hier unten im Süden hat man eigentlich gar keinen Regen. Und wenn man hier so ein bisschen einfach nur den Geräuschen und der Atmosphäre lauscht, hat man das Gefühl, man ist in der Karibik angekommen. Also es ist wirklich sehr idyllisch, sehr schön. Wir haben hier natürlich auch wieder Whirlpools, wo man sich einfach reinlegen kann, wo man entspannen kann. Und auch von hier aus hat man dann den tollen Blick hier auf die komplette Poollandschaft. Wir sehen hier hinten schon das Meer, da sehen wir auch gleich die Dünen von Maspalomas. Man kann übrigens von hier bis zu den bekannten Wanderdünen von Maspalomas am Strand entlang laufen. Ich zeige euch gleich den Weg, dauert ungefähr 1,5 Stunden, aber das Schöne ist, wenn man am Leuchtturm angekommen ist, schön am Strand entlang gelaufen ist, kann man von dort aus ganz gemütlich mit dem Taxi zurückfahren. Man wird hier jetzt im Hotel auch merken, dass hier ganz viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Es gibt kaum Plastik, alles ist auf Papier oder Glas umgestellt worden. Zum Beispiel hier auch bei der Außenterrasse. Schöne Snackterrasse, schön beschattet mit den ganzen Bäumen, Pflanzen, was man hier eben auf den Kanarischen Inseln so kennt. Und auch von hier, wenn man hier dann seine Speisen einnehmen möchte, hat man schon einen sensationellen Blick. Hier, man sieht das Meer, man sieht die Rutschen, man sitzt mitten im Schatten und kann hier theoretisch, ja, wie Gott in Frankreich leben, ne? Ich nehme euch mal mit durch den kleinen Food Corner hier draußen in der Außenterrasse. Ist natürlich überall ganz viel in die Dekoration gelegt worden, ganz viele natürliche Töne. Wir haben hier oben die Holzverkleidung. Und dann haben wir hier unseren Food Corner. Man hat natürlich die Möglichkeit, sich seine Speisen nochmal zusätzlich zu erhitzen. Hier gibt es verschiedene Süßspeisen. So ein bisschen wie ein verlängertes Frühstück kann man das sehen. Dann haben wir hier Hot Dogs, Pommes. Wir haben natürlich auch Tortilla Española, was bedeutet Kartoffeln mit Ei und Zwiebel. Sehr, sehr lecker Hamburger. Wir haben natürlich auch die Möglichkeit, uns hier unsere Getränke wieder rauszulassen. Wir haben Kaffeemaschinen, wir haben Biermaschinen, wir haben Softgetränke, also hier ist wirklich für jeden was dabei. Hier geht es noch ein bisschen weiter mit der Poolbar, haben wir verschiedene Käse, Salat, frisches Obst. Übrigens, wenn wir gerade von Obst reden, hier seht ihr die kanarische Banane, die ist wesentlich kleiner als die aus Deutschland kennende Supermarktbanane und die gibt es in Deutschland auch nicht zu kaufen, weil die EU das Ganze verbietet. Die EU sagt, die Bananen sind zu klein. Aber wenn ihr jetzt, sage ich mal, in den nächsten 6 Monaten nach Gran Canaria kommt, werdet ihr im Supermarkt mit etwas Glück sogar rote und blaue Bananen finden. Auf den Kanarischen Inseln, um nicht zu sagen auf Gran Canaria, ist es gelungen, eine ganz seltene asiatische Bananensorte anzupflanzen.
die blaue Banane. Schmeckt nach Vanille, ist blau, die rote schmeckt nach Erdbeeren, ist rot. Macht viel Spaß, sollte man probieren. Wir haben hier in unserer Außenbar natürlich die Möglichkeit, Magengetränke zu trinken. Internationale Magengetränke, landestypische Getränke. Wir haben hier noch Inklusivkarte und zusätzlich auch noch eine Premiumkarte. Ich möchte noch ein bisschen mehr zeigen. Die Anlage ist so weitläufig. Wir haben hier zum Beispiel das riesige Amphitheater. Gibt es ganz selten auf den Kanarischen Inseln, dass ein Hotel überhaupt so viel Platz hat für so ein riesiges Amphitheater. Und wir haben hier nicht nur eins, beziehungsweise nicht nur eine Bühne, sondern wir haben auch noch eine zweite Bühne. Ganz große professionelle Animation findet hier statt. Man wird allerdings nicht von der Liege gerissen. Man kann mitmachen, man muss aber nicht. Was ich hier schon in der Ecke gesehen habe, was ich als Kind immer mega schön fand. Und deswegen ist diese Anlage einfach eine perfekte Symphonie aus Erwachsenenhotel und Familienhotel. Wir haben zum einen Animationen für die Kids und für die Erwachsenen. Wir haben aber auch überall Spielecken für die Kinder. Sehen wir nachher auch im Zimmer. Zum Abschluss des Urlaubs Checker ferngesteuert zeige ich euch heute die 40 Quadratmeter Suite im Abora Interclub Atlantik bei Lopezan. Wir haben hier unsere Spielecke, fand ich persönlich immer sehr, sehr interessant als Kind, wenn man sich hier einfach ja im Paradies vergnügen kann. Mit den Krallen was rausholen, ein paar Spielzeuge, ein bisschen Boxen, ein bisschen Go-Kart fahren, macht schon viel Spaß, Airhockey oder hier dann abends der Animation lauschen. Ganz, ganz tolles, abwechslungsreiches Programm. Hier haben wir zum Beispiel Folklore, wir haben Tanzabende, wir haben Magic Nights, wo dann wirklich sensationelle Künstler auftreten und das alles im All-Inclusive-Programm für unsere Gäste. Man darf nicht vergessen, bei Lopezan versucht man immer so, ja, die Kirsche auf die Sahnehaube zu setzen, das I-Pünktchen auf das I zu setzen, um einfach den Gästen, die hier mit großem Anspruch anreisen, wirklich alle Wünsche von den Lippen abzulesen. Selbst die Schirme, es sind keine typischen Plastikschirme, sondern ganz dekorativ, typisch im kanarischen Stil. Holzschirme, alles sehr behindertengerecht. Wir können hier also wirklich schön mit dem Rollstuhl oder auch mit dem Kinderwagen überall ganz entspannt hinkommen. Wir haben eine tolle Outdoor-Sportanlage. Hier hinten sehen wir schon unsere Jugendlichen, spielen Fußball. Wir haben einen Kinderpark, wo man dann auch wirklich mit seinen Kleinen ganz toll eine Zeit verbringen kann, im Hochkletterpark. Wir haben hier vorne einen Gymnastikturm, wo man sich auch sportlich auslassen kann. Aber egal, wo man hier rumläuft, es gibt nichts, was man eigentlich nicht zeigen möchte. Es ist alles so malerisch gestaltet. Hier haben wir ganz tolle Olivenbäume. Hier wachsen momentan auch schwarze Oliven, wenn ich euch das mal zeigen kann. Also ist schon cool, wenn man hier dann durch die Hotelanlage gehen kann und zum Weg zum Pool auch ein bisschen naschen kann. Liebe Ute, jetzt hast du gefragt, ob es hier einen direkten Strandzugang gibt. Leider nicht. Der Strand ist ungefähr 800 Meter entfernt. Es gibt aber zweimal täglich vom Hotel einen kostenlosen Shuttle-Service, der euch zum Strand bringt und auch wieder abholt. Ansonsten nicht vergessen, die Kanarischen Inseln haben Europas günstigstes Taxi. Man fährt hier weit unter 5 Euro richtig weite Strecken. Also von daher kann man sogar auf den Shuttle-Service verzichten, wenn man ein bisschen flexibler sein möchte. Zu empfehlen sind natürlich auch Mietwagen, um tolle Ausflüge wahrzunehmen. Ich zeige euch jetzt aber gleich mal, wie toll die Anlage aufgebaut ist mit dem Blick auf den offenen Atlantik. Jetzt kommen hier weitere Anfragen rein. Wir haben hier zum Beispiel Magengetränke, dann nur Premium oder Extra. Also es gibt eine Mischung. Es gibt natürlich tagesaktuelle Cocktails, die inklusive sind. Magengetränke, was Pepsi angeht, ist natürlich ein Schweppes. Ist alles inklusive. Es gibt auch landestypischen Alkohol, der wirklich sehr, sehr lecker ist. Es gibt jetzt zum Beispiel hier eine Rumfabrik in Arucas. Der Rum heißt Areucas. Und solche Leckerkeiten dann hier im All-Inclusive-Programm einfach mal probieren. Macht schon viel Spaß. Ich habe jetzt hier fast verpasst, da ist gerade Pause. Hier ist unser Kids-Club. Also ich sage hier wirklich, egal ob erwachsen oder für Familien, hier kommt jeder auf seine Kosten. Immer sehr themengetreu, aktuell mit den bayerischen Fahnen fürs
bayerische Oktoberfest, was in Deutschland stattfindet, versucht man hier so ein bisschen nachzuempfinden für unsere Gäste. Dann haben wir hier entsprechende Außenterrassen, wo man sich auch einfach entspannen kann, zurückziehen kann, wenn man jetzt nicht so der aktive Animationstyp ist und vielleicht jetzt nicht bei der Wassergymnastik mitmachen möchte, sich hier einfach schön in Schatten zurückzulegen und hier mal diesen Ausblick zu genießen. Ist das nicht sensationell? Ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, theoretisch von hier unten vom Strand, den kompletten Strand, ohne einmal die Straße zu überqueren, entlang zu laufen, bis hier hinten zum Punkt der Dünen und dann noch zurück zum Leuchtturm. Ganze 1,5 Stunden, ja, knapp 12 Kilometer. Das Coole ist aber, ihr lauft wirklich am Wasser entlang. Man sieht es hier unten, es laufen einige schon diesen Weg, habe ich früher ganz oft gemacht, vor allem freitags. Man läuft da einfach von hier dann zum Leuchtturm, nimmt sich vom Leuchtturm aus ein cooles Eis mit richtig leckerer Sahne und ein bisschen Schokoladensoße und gönnt sich danach für 5 Euro ein Taxi und fährt zurück zum Hotel. Man kann natürlich dieses Taxi auch teilen mit eventuellen Mitfahrern und damit kommt man noch wesentlich günstiger weg als zum Beispiel im öffentlichen Bus. Hotel ist aktuell voll ausgebucht und trotzdem seht ihr überall freie Liegen. Also das Hotel hat wirklich mitgedacht, dass es hier keine Probleme gibt. Wir sind jetzt hier am Kinderpool vorbei, laufen am ersten Wasserpark vorbei. Ist natürlich ein Riesenspaß, nicht nur für die Kleinsten, sondern auch als Erwachsener, sich einfach mal unter diese Wassereimer zu setzen, ist eine coole Sache. Rettungsschwimmer gibt es natürlich überall. Die versorgen unsere Gäste hier auch wirklich, dass nichts passiert. Wir haben hier nochmal die Tagesbühne. Hier finden tagsüber ganz viele Animationspunkte statt. Hier haben wir eine tolle Insel mitten im Pool. Hier muss man natürlich schnell sein, wenn man einen dieser beliebten Plätze haben möchte. Was ich auch erwähnt habe, sehr behindertengerecht. Man kommt sogar als Rollstuhlfahrer hier sicher und gemütlich in den Pool und wieder raus. Eine ganz, ganz tolle Sache. Wir laufen hier noch ein bisschen über die Poolanlage, bevor ich euch dann gleich noch das tolle Zimmer-Update zeige. Und wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr noch Wünsche habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Knapp 5 Minuten haben wir noch. Dann war es das schon wieder mit unserem Urlaubschecker ferngesteuert aus Gran Canaria. Aus dem Aboja Interclub Atlantik bei Lopezan. So, schaut euch das mal an. Total schön eingerichtet mit Naturstein dort. Riesige Poollandschaft. Tolle Rutschen dabei. Überall die Palmen, die noch zur Hotelanlage gehören. Wie gesagt, erinnert eher so ein bisschen an ein schönes Resort. Nicht an ein 4-Sterne-Hotel. Man hat ja schnell das Gefühl, dass man irgendwo in der Karibik in einem richtig hochwertigen 5-Sterne-Plus-Haus ist. Und wir haben hier halt einen ganz günstigen Preis ab 699 Euro. Ganz tolle Sache. Hier die Rutschen machen viel Spaß. Gerade die große gelbe, die hier oben eine Runde schlägt, ist schon cool. Bin ich vorhin auch einmal runtergerutscht. Ich musste mich ja ein bisschen erfrischen. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt natürlich auch noch ein Zimmer, was ja unsere Gäste hier erwartet. Mit großen 40 Quadratmeter Fläche, tollem Ausblick auf den offenen Atlantik, sehr großzügig, auf jeden Fall eine gelungene Sache. Ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, auf YouTube gerne unsere komplette Reisedatenbank anzuschauen. Ich freue mich riesig auf das Zimmer. Ist richtig groß, richtig gemütlich, richtig schön und richtig toller Ausblick. Bleibt dran, wir sind ungefähr in 2 bis 3 Minuten dort und dann zeige ich euch dieses Zimmer. Auf dem Weg dorthin zeige ich euch noch ein bisschen was vom Hotel. Wie ihr sagt, Gran Canaria. Es ist eine sehr, sehr trockene Insel. Sehr wenig Regentage im Jahr und trotzdem sehr grün hier. Alles gepflegt in der großzügigen Hotelanlage. Macht auf jeden Fall viel Spaß, hier entlang zu schlendern. Cool ist halt auch, dass man das Hotel nicht zwangsläufig verlassen muss, wenn man mal ein bisschen shoppen gehen möchte. Ist schon eine gemütliche und eine sehr gelungene Sache. So, hier unten, für alle, die am Anfang nicht dabei waren, unsere Shops, Tauchshops, Tattoo und Piercing, wenn man auf die Idee kommt, sich ein Tattoo stechen zu lassen. Ja, jetzt wird hier gesagt, 800 Meter zum Strand. Also ganz klar ist natürlich, Achtung, ich verkaufe mein Gesicht.
Gran Canaria ist eine Vulkaninsel. Was bedeutet, hier ist alles. Hoch, runter, hoch, runter. Früher habt ihr mich ausgelacht. Ach, der schnauft ja schon wieder so schwer und überhaupt. Ja, das ist nun mal, wenn eine Insel vulkanischer Ursprung hat. Da ist alles ein bisschen hügelig, ein bisschen hoch und runter. Aber wie gesagt, ihr habt einen kostenlosen Shuttle-Service. Ihr könnt euch ein gutes, günstiges Auto ausleihen. Und dann seht mal, der Ausblick erwartet euch. Wir haben heute ein Zimmer auf dem Gang, 2209. Da laufe ich jetzt noch schnell mit euch hin, zeige euch das Zimmer, den Ausblick. Und dann war es das leider schon wieder mit unserem Urlaubschecker ferngesteuert. So, hier sind wir. Wir machen einmal das Zimmer auf und dann nehme ich euch mit. So. Sehr großes, helles Zimmer. Hier haben wir den Schlafbereich. Und hier haben wir den Wohnbereich. Sehr, sehr großzügig alles. Mit zwei Fernsehen. Hier steht es nochmal. Abora is the moment. Wir haben deutsches Fernsehen, einmal hier. Wir haben eine große Terrasse mit tollem Blick auf den Atlantik. Und damit mir keiner was Falsches nachsagt, hier sehen wir an der Straße schon, wie sie leicht abfällt. Also wir sind tatsächlich in Hanglage. Deshalb gibt es den kostenlosen Shuttle-Service, die günstigen Taxis. Und dann sehen wir auch hier vom Zimmer aus die bekannten Wanderdünen von Maspalomas. Ich könnte theoretisch vom Wohnzimmer hier direkt ins Schlafzimmer. Wir haben auch die Möglichkeit, unsere Wäsche aufzuhängen. Sitzmöglichkeit. Ich zeige euch das Zimmer noch einmal komplett. Wir haben hier nämlich einen begehbaren Kleiderschrank. Sehr, sehr schön, sehr großzügig, mit Spiegel und natürlich Kofferablage, Kühlschrank dabei, Wasserkocher und dann haben wir hier das Schlafzimmer. Have a great holiday und ich glaube, das sagt wirklich das aus, was Abora bzw. Lopezan hier unseren Gästen vermitteln möchte. Großer zweiter Flachbildschirm direkt im Schlafzimmer, ebenfalls direkter Zugang zur Terrasse und dann haben wir hier auch noch das sehr freundliche, helle Badezimmer, natürlich auch hier, alles behindertengerecht. Man kommt hier wirklich selbst im Rollstuhl rein. Und das war's von mir, meine Lieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, der Rundgang hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt schon einen schönen Urlaub, falls ihr dieses Jahr nach Gran Canaria kommt. Die schönste Reisezeit überhaupt ist über die kalten Wintermonate. Und dann sehen wir uns vielleicht hier hinten bei den Dünen von Maspalomas. Muchas gracias, hasta luego, hasta la próxima. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Urlaubschecker ferngesteuert aus dem Kanal mit eurem Alex. Tschüss, habt eine gute Zeit, bis dahin.